Guten Morgen, Mädels und Jungs. Der Tag 4 auf dem Weg nach Ajaccio. Meine Freewind bleibt so, wie sie ist. Und mit dem ganzen Schmutz wird sie nach Hause gefahren. Auch der Scheinwerfer hat gestern die Tortur über die Straße nach Sechia in Desert de Asargatas überlebt. Ich habe schon gedacht, die Lampe wird ihren Geist aufgeben, aber es funktioniert. Wir fahren da durch ein wunderschönes Tal mit viel, viel Wald. Nicht so extrem kurvige Straße, aber nicht gerade. Das Einzige, was mir auffällt, ist, das ist der einzige Fleck, wo man doch einmal ein wenig Verschmutzung sieht. Und so werden hier Autowracks entsorgt. Einfach über die Böschung gekippt. Es liegt hier aber schon sehr lange. Wird aber wahrscheinlich noch niemandem aufgefallen sein. Und hier unten, was man leider nicht sehen kann, was man aber am Rauschen hört, ist, es gibt einen wunderschönen Gebirgsbach durch das Tal. Und sobald der Wald sich ein wenig lichtet, werden wir stehen bleiben und ihn uns anschauen. Gut. So, den Bach zu erwischen war die einzige Möglichkeit hier. Bach, kleiner Fluss. Hier drüben sieht man die neue Brücke. Sehr schön gemacht mit den Steinen unten, wo die Säulen stehen. Und natürlich noch immer gut erhalten hier die alte Brücke. Die Mauern hier neu gemacht. Und man darf auch noch drüber fahren. Es ist nicht abgesperrt. Die Brücke steht einfach nur nebenbei zur Verfügung. Und ist eine wunderschöne Rundbogenbrücke und gibt einen wunderbaren Blick auf das Tal mit dem Fluss frei. Das ist das, was Korsika ausmacht. Nicht, dass man nur die Brücken von der Weite sieht, sondern man kann hinfahren, man kann auch drüber fahren und viele Dinge besichtigen. Das ist genau der Flair der vielen anderen Inseln, Urlaubsorten etc. fehlt. So, ein wenig schon oberhalb des Flusses. Man hört ihn nur mehr ganz leicht rauschen. Sieht man hier drüben noch Monte Cinto, wenn mich nicht alles täuscht. Auch mit ein paar kleinen Schneefeldern und in die Richtung geht's, etwas nach oben noch und drüber, damit wir dann auf die andere Seite der Insel kommen, nach Ajaccio. Und als kleinen Geschmack darauf zeige ich euch ein wenig die Strecke, die hier schön kurvig ist, aber sehr viel Vorsicht geboten ist, da mir schon 4 LKW und ein Autobus entgegengekommen sind und die von Straßenseiten nicht viel halten. Das heißt, man muss wirklich auf der Seite stehen bleiben, sonst ja, gibt es Unfälle.
gesehen hat. Die fahren sogar Sattelschlepper, diese Strecke, weil es offenbar die direkteste Verbindung zu einer großen Hauptstraße ist. Und daher ist auf dieser kleinen Strecke sehr viel Vorsicht geboten.